Mit Blick auf die regionale Kunstszene ist die Regionale 17 losgegangen hier in der Kunsthalle Palazzo in Liestal. Bei mir ist Kuratorin Kitty. Wir haben ganz viele Leute, die jetzt total auftrieben sind nach dieser Vernissage. Alle sehr beeindruckt. Was ist der Kern von dieser Ausstellung? Regionale 17 ist ein grosser Rahmen. Der Kern dieser Ausstellung ist, dass 8 Baselbieter Künstlerinnen und Künstler hier im Palazzo ausstellen können. Das ist eigentlich das Wichtigste, ist ein Blick auf die Baselbieter Kunstszene. Jetzt, wie hast denn du die zusammengestellt? Ich habe zum Beispiel gesehen, da ist man heute auch im digitalen Zeitalter angekommen. Es hat Videokunst mit iPads und das iPad selber gibt eigentlich schon einen Rahmen, wie man bei einem Bilderrahmen hat. Also das ist mir sehr wichtig, dass verschiedene Disziplinen in der Ausstellung dabei sind und darum eigentlich auch ganz klar die Videokunst von der Katrin Vogt-Häferfinger. Das ist wichtig. Also das ist sowieso wichtig, dass alles vertreten ist an dieser Ausstellung. Ich habe gesehen, Vernetzung war ein Thema, Chillcode, von wem ist das? Und dort hast du mir noch im Voraus gesagt, Dani, da hast du nur die Hälfte gesehen. Genau. Also die Chillcode, die ist von Peter Thomme und die hat einen Zusammenhang mit der unteren Arbeit, die beim Haupteingang ist. Einerseits ist eben, habe ich ja in der Rede darüber geredet, dass er der Meinung ist, dass wir total im Netz verfangen sind und fast nicht mehr daraus rauskommen. Und andererseits bei der Schildkröte, die Schildkröte fährt aus dem Netz, tut oben aufschwimmen und geht in Freiheit, kann sich dadurch neu entwickeln. Und das geht's. Also, und für mich war die Schildkröte auch symbolisch für die Vernetzung von allen Kunstwerken untereinander. Wir müssen unbedingt einen Rundgang vor Ort machen. Und jetzt holen wir uns noch einen speziellen Gast. Der Sicherheitsdirektor Isaac Graeber anzutreffen in Vertretung von der Monika Gschwind hier im Palazzo. Isaac, interessiert mich jetzt natürlich ganz speziell. Wie hat es dir gefallen? Das ist jetzt nicht gerade dein Röscher, wo du sonst täglich damit zu tun hast. Also gut, ich bin heute als Regierungsrat hier, bisher gerne hierher gekommen. Der Regional ist eine tolle Sache, die zeigt, dass Kultur lebendig ist bei uns in der Region. Hier einerseits im Palazzo, im Kunsthaus Palazzo. Aber die Regionale ist eigentlich eine trinationale Ausstellung. Es gibt 3 Ausstellungsorte in Basel-Land, unter anderem eine Kunsthalle. Und, aber auf der anderen Seite haben wir auch in Frankreich und in Deutschland haben wir Häuser, die mitmachen. Es ist eine tolle Sache, dass es so lebendig ist. Also ich habe jetzt das Gefühl, es erfüllt dich auch mit ein bisschen Stolz, dass wir auch jetzt nicht einfach die Ausstellung nur hier geholt haben, sondern auch ein Teil davon sind. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich glaube, es ist eine schöne und eine gute Plattform für zeitgenössische Kunst. Die braucht es auch in unserem Kanton, aber auch in der ganzen Region. Und es ist eine trinationale Ausstellung, die regionale. Ich finde, es ist wirklich eine sehr tolle, runde Sache. Zum Abschluss ist bei mir jetzt der Marc Schosser. Er ist Co-Präsident vom Verband Kultur Basel-Land. Und zwar möchten wir euch noch auf eine Podiumsdiskussion hinweisen. Es geht darum, was ist uns die Kultur wert? Marc, wir sind jetzt am Abschluss von dieser Ausstellung hier. Wir haben im Hintergrund gerade Bilder, wo es um Vernetzung gegangen ist. Geht es bei der Kultur im Basel-Land vor allem um eine bessere Vernetzung oder geht es schlicht einfach darum, um mehr Geld zu kriegen, um mehr können anstellen? Es geht um beides. Wir haben verschiedene Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die sich natürlich vernetzen sollten, die aus verschiedenen Sparten sind, die einander kennenlernen und ihre Anliegen an die Öffentlichkeit bringen. Und dann, der Titel heisst Wert von der Kultur, also wie viel ist uns das wert? Respektiv, das ist das Doppelbödige, was kostet das und wer sind Geldgeber, Private oder der Staat? Und der Staat muss im Moment sparen, darum sind wir dort auf, angewiesen darauf, dass der Landrat den Budgetantrag zustimmt, wo wir versuchen, den Kunstkredit wieder auf einen ursprünglichen Stand zu bringen. Was erhofft ihr euch von der Diskussion selber? Es sind einige Befürworter dabei, ist ja auch ein Thema, Kultur kann man nicht einfach abtrampen, aber was erhofft ihr euch davon? Eine breitere Information für die Bevölkerung oder wirklich einen besseren Einfluss auf den Landrat? Auch wieder beides. Wir hoffen, ist, dass natürlich die verschiedenen Kulturschaffenden ihre Anliegen bringen und die können ganz unterschiedlich sein.
Die einen brauchen Häuser wie das hier, wo sie können ausstellen können. Die anderen brauchen einfach einen Beitrag an ihre Kunst, wie sie davon leben müssen oder einen Teil von ihrem Leben davon bestreiten. Und wieder andere wollen zeigen, was sie gemacht haben, was sie können und, das, und ihre Kunst einfach ans Publikum bringen. Also, spannende Diskussion, die euch erwartet. Was ist uns die Kultur wert und ein kulturpolitisches Podiumsgespräch in der Kunsthalle Palazzo in Liestal? Das begleitend zu der Regionalen 17, wo ihr jetzt an dieser Stelle dann unbedingt noch anschauen müsst.